So, Kenan Poros, wir sind wieder da. Wir sind wieder am Start und ich habe Bock. Und nicht nur du. Wir wurden gerade schön von so einer Klapperschlangen, ja, Ambientenmusik begrüßt. Mhm. Auch nicht schlecht. Ja, wieder frisch, ausgeschlafen und top motiviert, würde ich mal sagen. Ja, auf jeden Fall. Und mit Samstag, der Tag ist lang, die Nacht ist jung, also... Let's go! Jo, machen wir das. So. Unser Ziel heute für die Zuschauer, die vielleicht gerade. Ja, gut, die kriegen die kriegen die Folgen ja nicht alle hintereinander. Aber unser Ziel für heute, für die Samstag-Aufnahmesession, ja. Ja, willst du 60. Sagen? Ja, genau. Und vielleicht auch mehr, je nachdem, also auf jeden Fall, also Minimum Cap würde ich sagen 60, oder Leute? Ne, so. Ja. Ganz gut. Und alles, was drüber ist, ist halt umso besser, müssen wir morgen nicht so viel machen. Ja, das stimmt. Na? Weil morgen ist ja ein fixer Endpunkt gesetzt, wo wir dann nicht mehr können. Dementsprechend heute gucken, dass man so viel wie möglich hinkriegt. Auf jeden Fall. Soll ich denn zum Dungeon anmelden? Ja, kannst du eigentlich machen. Gut. Oh. Ja, moin! Jetzt irgendein Schrott. Oh, Gnomeregan. Oh. Kenn ich auch, finde ich geil. Kennst du auch? Ja. Weißt du, wie man da durchkommt? Ja. Okay, also, wenn das immer noch. Also, ich habe das Legion gespielt. Wenn das der gleiche Aufbau ist, dann denke ich schon, ja. Ja, ich denke, da hat sich so, was das angeht, nichts verändert. Oh, gut. Stopp, bleib mal stehen. Bleib mal stehen. Erstmal Waffen. Ja. Eine Magierin und wir haben noch einen Dudu. Finde ich ja. Gut. Ja. Alter, die Musik ist ja mal mega geil. Ja. Ja, ja, herrlich. Erinnert mich so ein bisschen an die Mario-Musik. Der 34er Dudu, komm da. Do not wait for me. Ja gut, dann halt nicht. Ja, wir können ja schon mal ein bisschen clearen. Ja. Ich brauche noch ein bisschen. Mal gucken, ziehe ich den anderen noch mit hinterher? Na, mal gucken, kann ich die irgendwie in den Nahkampf ziehen? Bestimmt. Das geht doch immer. Und es geht wieder los. Eskalation. Eskalation vom Feinsten. Ja, geil. Und der Tank der haut hier den Schaden raus, ist ja nicht mehr normal. Ich sag's dir, wenn nachher Rache prockt, dann one-shottest du unseren Boss. Ja gut, Rache, wenn ich pariere, gerne, weil Rache ist schon ganz geil. Ne? Das macht viel Schaden. Achso, nee, Angriff blockt, pariert oder ausweicht, umso besser. Umso besser. Ey, mit Rache mach ich über 300 Schaden. Das ist schon geil. Sag ich ja, du one-shottest dich mit Rache. Ja, der will wegrennen, aber nicht bei mir. Bei mir wird ich weggerannt. Gibt's hier nicht. Oh shit. Kleine Mana-Pause? Okay. Kleine Mana-Pause. Sag mal was, Chris. Oh. So, jetzt. Ja, du bist relativ leise. Ja, und ich habe euch schon laut gestellt, also... Ja, ich weiß nicht. Vielleicht bist du noch ein bisschen müde, das kann sein. Das Mikro muss warm werden. Auch das ist möglich, ja. Warte, du heilst mich, ich kann hier schon mal den da vorne pullen, der steht da so günstig. Ja, guck mal, der andere ist auch gekommen. Oh nein, El Feral. Ein Konkurrent! Wieso? Nein, aber ich bin kein Feral. Feral, der macht auf jeden Fall Fettschaden, Alter, leck mich! Ja, das sah gut aus, auf jeden Fall. Oh, ein helles Kätzchen. Muss noch mal gucken. Vielleicht kriege ich die da ja irgendwie weg. Wenn ich hier hinlaufe. Sehr schön. Das andere ist ja gar keine Elite. Dann ist das ja gar kein Problem. Wie nee, schnell der Tod ist, Alter.
gibt's hier ja wohl nicht. Der Druide, der macht auch heftig Schaden. Ja, ne? Also Feral scheint wohl echt gut zu sein. So, ich renn mal rein, Boys, ne? Zack. Gar kein Problem für unseren Heiler. Nee, ehrlich gesagt nicht. Ich hab es jetzt. Das Geile ist einfach, dass meine Rache einfach nur 5 Wut verbraucht. Das heißt, wenn es prockt, dann ist es göttlich. Ja. Ich habe bis jetzt echt nur Erneuerung und Schild auf dir gemacht. Bis jetzt noch keinen Heilzauber. Ja, perfekt. Ja. Jetzt brauchst du vielleicht deine Hilfe. Eventuell. Er kann, warte, ich guck gleich mal was. Ich guck mal nebenbei. Gnomigan. Hier kann auf jeden Fall. Okay. Einfach rausgegangen. Okay. Wo ist die hin? Ich wollte nur kurz was nachgucken. Ihr droppt ein Schild. Und das ist geil. Das will ich haben. Okay. Das Thermadrat-Zentralkern. Jetzt machen wir weiter hier, Junge. Ja, ich muss so hier Lootkenntnisse, ne? Lootkenntnisse, mein Freund. Lootkenntnisse sind egal. Es droppt das, was droppt. Und wenn ein Schild kommt, wirst du es eh kriegen. Alle anderen können kein Schild tragen. Ach, übrigens, da ist Seidenstoff, gell? Oh, Seidenstoff, ja, das ist auch gut. Aber ich habe keinen Platz. Ich habe noch 4 Platz im Inventar. Ich habe noch 22. Geil, dann kannst du für mich ja den Seidenstoff mitnehmen. Gerne. Das nenne ich gerne, gerne. Und renn. Und wechselt wieder. Da unten sind Quests zum Annehmen. Wollen wir die annehmen? Unten sind die. Nicht hier oben. Wo siehst denn du das? Da hinten waren Quests. Lauf einmal weiter. Ja, gut. Und Q nochmal, ne? Hab ich schon. Echt? Nee, bei mir wird nicht gesucht. Mindestens ein Gruppenmitglied erfüllt nicht die Bedingung für den gewählten Dungeon. Ja, dann geht's doch nicht. Keine Ahnung. Lol, ist dieser Bialybavol vielleicht zu hoch, was das Level angeht? Ich kann nicht suchen nach einem neuen, meine ich. Ja, weil er zu hoch ist, weil wir einen zu hoch haben. Aber was müssen wir hier machen? Ich weiß es. Ich rede mit ihr. Genau, dann brechen gleich links und rechts hier die Wände ein. Dann kommen da Ads raus, die müssen wir töten und dann kommt später der Boss irgendwann. Okay, also könnte das jetzt Mana-intensiv werden? Ja. Wobei die Ads sind keine Elite, soweit ich weiß. Also reicht Schild und Erneuerung hoffentlich aus. Für die Ads ja, ich glaube es kommen zwei Bosse. Einmal so ein komisches Krokodil und dann ein großer, wie heißen die? Viecher? Hier? Trox. Trox, genau, dann kommt so ein großer Trox mit seinem komischen Krokodil, glaube ich. Genau hier bricht das jetzt auf. Da ist ja die Wand. Aber das, wie gesagt, das sollte alles kein Problem sein. Deswegen. Aoe! Aber sowas von Aoe Spam hier. Ja. Perfekt. Alter Verwalter, wie wir die weggebrechen. Stoff! So, und jetzt müsste links gleich aufgehen. Hoffe ich mal, dass es aufgeht. Ja, ich denke, das ist zeitmäßig. Oder kommt von rechts noch was? Weiß ich nicht. Oder müssen wir erst da reinlaufen? Kann das sein? Ich kann ja mal reinlaufen. Ich schreie, wenn die andere Seite kaputt geht. Okay. Ja, hier ist nichts. Das dauert vielleicht ein bisschen. Möglich. Ja, ja. Ach, genau. Kommen nochmal welche. Okay. Sehr gut. Eine Arschladung. I have to hide. Mhm. Alles klar. Er ist einfach hier rein, oder wie? So. So, und jetzt müsst ihr, glaube ich, links aufgehen. Mal gucken. Ja, abwarten. Mal gucken. Abwarten. Ich bin eh schon wieder voll Mana. Also er hat auf jeden Fall keine Level-Items. Nee, hat er nicht. Das stimmt. Aber viele blaue und grüne Sachen. Also schlecht ist er jetzt nicht equipped. Ich meine, so ein Schaf kommt zurück, ehe sie hochgehen. Ja, wir sind doch nicht hier.
Ja, genau, also und jetzt macht sich wieder die andere Seite kaputt. Ja. Ich mag die Gnome-Musik, muss ich sagen. Warte, wir sollten vielleicht einen Tick weggehen. Ich habe echt Schiss, dass das Schaden macht, die Explosion. Also eigentlich sollte es keinen Schaden machen. Kriegst du sonst vielleicht weg. Nee, guck. Okay. Das fällt einfach nur zusammen. Ja gut, dann ist ja alles gut. Und jetzt geht das hier auch auf jeden Fall. Ein richtiger Profi am Werk. Kennst du ja. Kennst du alle Low Dungeons so? Ja, ich habe eigentlich in Legion habe ich jeden Dungeon gespielt, deswegen, aber die meisten halt im Lower Bereich. Das geht eigentlich. Ja, Moment. Aber ich merke schon, zum Beispiel gestern Todesminen, da gab es schon leichte Abweichungen, aber gut, ist es ja. Der Grundaufbau war der gleiche, also ist halt so weit. Ja gut, hier ist halt das Problem, dass man sich hier schnell verlaufen kann. Das ist der Unterschied. Genau. Wenn ich nicht weiter weiß, freut mich einfach. Das ist halt das längste Event, was halt in Gnomikan hier, glaube ich, gibt auch. Ja. Genau, da seid ihr wieder. Was ich cool finde, ist, dass meine Schilde auch critten können. Das heißt, wenn mein Schild crittet, dann absorbiert es fast die doppelte Menge. So, wo bleibt denn der Boss jetzt? Wäre schon schön, wenn wir alle Bossen töten, oder? Gehen wir's an. Was würde eigentlich passieren, wenn man jetzt da drin steht, wenn die Ladung zugeht? Dann stirbst du. Echt? Dann hast du einen auf der Birne. Eigentlich müsste da gleich was kommen. Ja, vielleicht kommt das ja danach. Ah, siehst du? Da sind sie auch schon. Der Mümmler! Hey, der Mümmler! Ich hätte ihn hier angreife! Frechheit! Dies ist eine Frechheit! Sondergleichen! Geht aber gar nicht! So, der Grubbis! Siehst du, gar kein Problem. Und schöne Hände. Für wen sind die denn? Ja, die sehen sehr gut. Die sehen sehr gut für dich aus, glaube ich. Oder für so. Ja, dann nehme ich sie mal. Alle anderen können die nicht nehmen, glaube ich. Was heißt denn Dunno? Don't know. Also. Kannst du mal schreiben, dass wir schon alle Bosse, also dass ich gern oder dass wir gern alle Bosse machen würden? Ich weiß nicht, wie ich das zusammenfassen soll. Im englischen Bereich. Ja, keine Ahnung. Weil so viel XP bringt es halt auch nicht, dadurch, dass er dabei ist. Ja gut, aber dafür halt Loot. Loot! Ja, aber wenn du überlegst, dass wir danach dann nochmal einen Dungeon machen können und wir aus dem Beutel immer wieder bessere Sachen kriegen. Ja, gut. Ach so, der meint, wir können hier runterspringen, da auf das Rohr und dann da runter, ne? Irgendwie so war das so. Ja, das können wir gerne machen. Das, da habe ich nichts gegen. Follow me. Okay, I follow you. I follow. Meine diese komischen Dudus, die sich verwandeln können, schneller sind, ne? Schlimm, oder? Oder? Ich bin ein Untoter, Junge. Ich kann gar nichts. Ja, ich bin daneben. Ich bin drauf gelandet. Du bist daneben. Bam. Ja, du wirst angegriffen. Ich merk's. Oh shit, Jungs, boys. Jetzt brauche ich Heilung. Ganz schnell, ganz schnell. Ist das ein Elite-Mob? Ah, Tatsache, Elite. Ja. Ich bin gerade auf den Elite-Fuzzi gelandet, mit dem Raum voller Mobs. Ja.
Schön. Jump hier, zack, direkt daneben. Zum Glück bin ich so ein geiler Heiler. Apropos geiler Heiler. Ui. 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 Tetsu. Ui. Ja, der belebt schon Job. Wieder die Kuh. Yay. Dankeschön. Oh, die Schuhe hätte ich so gern. Aber ich kann nicht drauf rollen aus irgendeinem Grund. Was? Ihre Klasse kann auf diesen Gegenstand nicht rollen. Steht der dick und fett drauf. Kannst du drauf rollen? Was? Ich verstehe nicht. Kinder. Hä? Kannst du da drauf rollen? Ich habe darauf gerollt, bitte dafür. Okay. Tut mir leid. Jawohl. Ja klar kriege ich sie. Der Druide wird mir das nicht wegnehmen, davon gehe ich aus. Ne. Außerdem, wenn du nicht Bedarf machen kannst, kann der andere Druide auch nicht Bedarf machen. Scheiße. Nee. Und die Schuhe waren auf jeden Fall ein fettes Upgrade. Beste. 7 Intelligenz dazu, 3 Willenskraft, 5 Zaubermacht und Naturwiderstand. Heftig. Ja, ich war gut, dass ich runtergeflogen bin. So, gut. Na, nein, nein. Ich hab Argo. Ja, aber läuft hier verkehrt auf jeden Fall. Ja, ich hab dir eine Bubble gegeben und dann ging's schon direkt bergab. Laufende Pfütze mit Augen und so nicht. Siehst du, war doch gar nicht so schlimm. Hier ist aber auch irgendwo ein Boss. Ja, wir laufen jetzt einfach ihm hinterher, der wird schon wissen. Der scheint auf jeden Fall Ahnung zu haben. Ja. Was ich schade finde, ist, dass ich irgendwie das Gefühl habe, dass die Musik ein bisschen eintönig ist, weil bis jetzt ist irgendwie die ganze Zeit das gleiche Lied. Ja. Egal. Ah, geht. War schon, das ändert sich auch bald wieder. Besser als gar keine Musik. Das stimmt auch wieder. Er haut aber auch einen Schaden raus. Oh, holla die Waldfee. Blubber was. Oder war hier unten doch kein Boss? Ich weiß es gar nicht. Doch, da hinten drin, glaube ich. Ist sie macht Spaß. Ja. Und Kriegertank auch, hä? Aber sowas von. Bisher. Hat zu Chris schon gesagt, wenn er Level 40 ist, dann geht bei ihm alles steil und dann sind wir die Loser. Also ich hoffe, dass ich mein Mana bis dahin besser im Griff habe. Weil er dann erstens diesen Talentpunkt in dieses Mana-Ding reinmachen kann, plus er hat seine Moonkin-Gestalt und er hat Hurricane und Anregen. Ja, moin. Also wie gesagt, da geht's dann ab, du. Geil. Ja, auf jeden Fall. Out of mana. Kleiner Heal. Für was brauche ich denn den Schildwall oder Schildblock? Ab wann? Schildblock? Ja. Schildblock kannst du eigentlich immer aktiv machen, wenn du. Wenn er ready ist, weil der hat ja einen geringen Cooldown, ne? Eine Minute. Okay, nee, dann ist es genauso wie Schildwall, halt nur in kleiner. Du benutzt es einfach, wenn du merkst, okay, gut, du kriegst gerade ordentlich was rein, dann erhöht sich dein Blockwert, dann blockst du mehr. Okay, gut. Das finde ich gut. Weil wenn du mit dem Schild blockst, ist ja nicht so, dass der ganze Schaden weg ist, sondern nur ein bestimmter Schaden. Und dieser bestimmte Schaden erhöht sich dann quasi. Du kannst mehr Schaden blocken mit einem Block. Okay. Ja. Danach machen wir mal eine kurze Mana-Pause. Ja. Die erste, die ich brauche in diesem Dungeon. Wohlgemerkt. Schon die vierte. Schon krass, ey. Ist ja nicht so, als kämpfen wir gerade gegen 3 Elite, aber gut. Mein Gott. Mana-Pause.
Ich liebe Troll. Und ich liebe Tank. Also beste Kombi, die ich haben kann. Ja, sehr nice. Freut mich doch. Haben wir alles richtig gemacht. Alles richtig entschieden. Was aber also sowas von. Das ist doch super duper. Wird super duper sharp. So. Den Zauber des Kunden. Ah, deswegen wollte der, dass wir da bleiben. Oh lol. Chris, ne? Das ist eine Aufgabe. Ja, genau, an der Wand laufen. So nicht. Wir haben vorher gesehen, Wände können auch reinstürzen. Oh, Rache ist so geil, ne? Rache ist Hammer. Ja, Rache ist, pushe, Rache ist vor allem auch im PvP richtig krass. Ja. Weil wenn du dann pushst, ordentlich. Parieren, blocken, ausweichen etc. Und dann kannst du es halt spammen ohne Ende. Das glaube ich. Das war knapp. Aber Rache hat man, benutzt man nur im Schutz, ne? Rache geht auch nur mit Schild. Okay. Weil du im Prinzip dann als Rache das Schild ins Gesicht haust. Und das tut dann dezent. Voll nett. Zack. Wie war das, wenn du nochmal sowas sagst, dann hau ich dir eine Wendeltreppe im Hals, dann kannst du dein Essen runtertragen. Ja, wow. Heidenstoff. Wuhu. Wiha. Da steht ein Briefkasten und ich kann ihn nicht benutzen. Fake. Fake News. Ich habe jetzt auch herausgefunden, womit ich Debuffs von euch entfernen kann. Das dann auch ich habe da was gepult, Leute. Ja, ist okay. Halb so wild, Smitty. Halb so wild. Oh, ich bin Level 30. Level nice. Up. Nice. Ich brauche noch 2 Level up und dann habe ich auch eines meiner wichtigsten Talente, und zwar die Cooldown-Reduzierung vom Machtwort Schild. Nice. Ne, halt einfach von 4 Sekunden Cooldown auf 0. Das nehme ich Fortschritt. Oh. Der Kaffee war gut. Shit, ich hätte jetzt einen Punkt auf Insektenschwarm setzen können. Ja gut. Einzige Ruf. Hab ich gesagt. Dass man den Skill braucht, ja. Ja schon. Nach dem Dungeon, glaube ich, ist das Essen fertig. Muss ich mal kurz am holen. Ja, alles klar. Ja. Alle Klärchen. Die sind ja gar kein Problem. Ja, One-Shot sind die ja für mich hier. So muss das sein, du. So muss das natürlich sein. Okay, hier. Nochmal springen. Ah ja, auf das Ding drauf. Warum töten wir nicht da oben den Boss? Weil wir es schnell machen. Mann. Nach euch. Diesmal springe ich zuletzt. Wir queuen nachher wieder und dann sind wir wieder hier drin, ich sag's dir. Ja, glaube ich auch. Lol. Wir machen noch eine Etage mit. Ja, ja, denkst du, wir können von hier einwerfen? So, Dele. Best Heiler EU. Level up. Da ist jemand Level up gekommen. Level up. Was war denn das gerade für ein Kraft? Na komm, machen wir den gleich mal mit hier. Ist das ein Boss, ne? Nee, nee, nee. Du, mein Applaus. Sorry. Ich hab mal ein bisschen Sound angemacht, dann hört man auch ein bisschen mehr vom Kampf und auch mal die Leute sterben so und so. Auf jeden Fall sehr schöne Soundkulisse. Ja, stimmt, hier unten ist nachher der letzte Boss. Wir laufen jetzt hier links runter und irgendwann ist dann unten der Boss. Okay. Zumindest einer der Bosse. So ein Eisenzwerg im Prinzip. Geil. Ich mag die, also die Dunkeleisenzwergen mag ich. Die sind auch also cool, ich liebe Ulduar, ne? Diese, auch die ganze, na, nicht Religion, aber
Das ist halt alles so mythisch aufgebaut, so ein Uldur, weißt du? Und das du meinst die Sekte, geil. Sprech's aus. Okay, die Sekte. Ja, ich habe kein besseres Wort dafür gefunden. Der Religion. Wie wär's mit AfD? Nein, Spaß. Das war zu viel. Das war... Wir wollen ja keine politischen Äußerungen machen. Hey Leute, ich kann mich hier hochstellen und dann könnt ihr mich nicht hitten. Das hatten wir ja nicht gestern schon mal. Ich weiß nicht, kommt mir ein Kampf vor. Déjà-vu. Déjà-vu. An all die Zuschauer, bitte Folge von vorher sehen. Nee, ist tatsächlich die vorletzte Folge oder so. Tschüss, Alter. Egal. Alter, ich kann Rüstung zerreißen machen, das kann ich fünfmal stacken. Dann hat der einfach knapp 20% weniger Rüstung. Nicht nur knapp, sondern ziemlich genau 20% weniger Rüstung. Ja, die Minen muss irgendein Range kaputt machen. Ja, guck mal, haben wir auch geschafft. Easy. Ja, aber muss nicht sein. Weil die Minen, die haben uns schon mal gewiped, als wir letztes Mal hier waren. Das ist natürlich peinlich, sowas. Ne? Das ist nicht peinlich, wenn drei so Minen auf einem Fleck liegen und... Man sieht's nicht. Dann auf einmal eine Katze reinläuft. Oder? Oh, 600er Crit mit Rache. Ja, moin. Moinsen, Kines. Oh, startet eine Quest. Geil. Dann starte ich die mal. Oh, 32. Ja, ich habe die Quest auch angenommen. Letzten hast du rein zufällig nur Dings. Ja. Kann ich die sharen? Warte. Ah, ich hab's schon. Hast du es auch angenommen, Chris? Ich hab dieses grüne Steinchen, ja. Ja, gut. Hast du denn zufällig irgendein Mana-Zeug? Wir werden es schon überleben. Was denn? Dass wir den Ring auch noch machen. Wo ist denn der Ring? Müssen wir nach links oder was? Weiß ich nicht. Die Quest habe ich da noch nie gemacht. Okay, gut. Dann machen wir erstmal den Boss. Diese Minen gehen mir ja schon ein bisschen auf den Sack hier. Ja, die Minen sind übel. Ja, ne? Ich hau ihm mit meinem Schild erstmal voll ins Gesicht, dann ist er betäubt. Das kann ich gut. So, jetzt habe ich auch gleich ein Level up, hoffentlich. Oh, ich bin schon 29, habe ich gar nicht gemerkt. Siehst du, so geht das hier rapide. Ja, natürlich hast du das gemerkt. Ehrlich? Wir haben vorhin sogar Glückwunsch gesagt. Ja, ich hatte heute nur einen Kaffee. Eine Tasse, das ist merkbar. Also wir hatten auch eine Tasse, aber eine das große. Das ist ja weniger eine Tasse, das ist ja mehr ein Pokal. Pokal, geil. Quidditch-Pokal. Das ist mehr so Gryffindor. 10 Punkte für Hufflepuff. Da jetzt einfach schnell ein Viech töten, dann krieg ich vielleicht mein Level ab. Perfekt, ich bin in. Du bist tot. Nein, oben. Achso. Lol, ich hab auch wahrscheinlich mit tot. Level up. Da war's, Level up. Da war's grad, ganz kurz. Also spielt man den Tank auch im PvP oder was? Man kann trotzdem im PvP spielen. Das ist Rache auch krass. Also ich spiel. Guck mal, da ist eine Mine, mach die mal. Ah ne, jetzt ist er weg. Ja. Ich hab nen Protkrieger für PvP, ja. Und nicht für PvP. Und der geht sogar richtig ab. Aber 80, ne? Ja, 80. Ja. Ich hatte einen 70er, aber der ist nicht mehr da. Gekris, kannst du dich noch an den erinnern, an den 70er? Oh, Gottes Willen. Junge, der war... Puh. Der war die Nervensäge des Jahrhunderts. Junge, der hat alles weggekrittet, was nicht bei 3 auf dem Baum war. Ich hab mich halt einfach mit Level 80er Stoffis angelegt und hab die teilweise auseinandergenommen. Oh, das ist jetzt böse, Chris, mit was du dich da angelegt hast. Nicht Chris, Marius. Ich bin hier, Link. Ohne Mana. Rage. Was denn? Schauen wir. Ah, ich habe ja jetzt noch den Cooldown hier, ne? Oh, super.
Den habe ich ganz vergessen. Den habe ich auch mittlerweile. Innerer Fokus hat einen 3 Minuten Cooldown. Wenn ich das benutze, wird die Zauberzeit meines nächsten Heilzaubers um 100% reduziert. Also wird ein Instant. Plus ich habe 25% Chance, sie kritisch zu treffen. Das heißt, geil. Theoretisch mit Heilen kann ich dich dann bis zu 900 heilen mit einem Crit. Instant. Wow. Ja, das nenne ich auch nicht schlecht gerade. Also. So, Mana-Pause. Hast du ganz zufällig Mana-Tränke jetzt? Ja. Und davon bräuchte ich leider ein paar. Yay. Ja, er braucht ja... Achso. Mama-Reck. Ich wollte Mana-Reck. Mama. So sieht's aus. Das hatten wir schon gestern mit Mjölnir. Ja.